Hallo, heute gibt es ein kleines Interview. Stell dich doch bitte einmal kurz vor. Ja, danke. Ich bin Steffen Zöll, 45 Jahre, arbeite in Berlin, Charlottenburg als Heilpraktiker für Psychotherapie und bin Autor des Buchs Herzgeschichten für kleine Glücksmomente. Wie kam es zu deinem ersten Buch Herzgeschichten für kleine Glücksmomente? Das war, wie man so schön sagt, ein Zufall. Als ich die Praxis gegründet habe, kamen immer wieder Inspirationen zu mir, die ich dann in kleine therapeutische Kurzgeschichten gefasst habe, wo Menschen ja darüber nachdenken können, was der Alltag so an Weisheiten mit sich bringt. Du schreibst also therapeutische Geschichten. In meiner therapeutischen Praxis hat es sich bewährt, weniger Ratschläge zu erteilen. Das hat so ein bisschen was von Raten und Schlagen, sondern den Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, schwerpunktmäßig mit dem Thema Angst, kleine Geschichten zu erzählen, in denen sie sich ja wiederfinden können und für sich das daraus mitnehmen dürfen, was ihnen vielleicht diese Geschichte sagt. Die hat weniger etwas Belehrendes, sondern mehr so Ideen sehen oder kleine Gedanken mit auf den Weg geben an der Stelle. Für wen sind diese Geschichten gedacht? Die Geschichten sind in erster Linie gedacht für alle Leute, die sie gerne lesen. Sie handeln viel von Emotionen, den schönen und den nicht so schönen Emotionen und wie man damit umgehen kann. Das heißt, die sind zwar in erster Linie damals geschrieben worden von mir für Erwachsene, für Klientinnen und Klienten, aber spannenderweise habe ich dann später festgestellt und die Rückmeldung bekommen, dass auch Kinder daran großen Gefallen gefunden haben. Nicht an allen Geschichten, natürlich in dem ersten Buch, aber an vielen dieser Geschichten haben die ihre Freude gehabt und ja, daraus entstand dann auch der Wunsch, solche Geschichten explizit für Kinder mitzuschreiben. Dann dürfen diese Geschichten also auch ohne therapeutische Absicht gelesen werden. Ja, natürlich. Jeder, der das lesen möchte, darf das gerne lesen, ohne dabei irgendeinen therapeutischen Ansatz für sich zu finden. Ich habe von vielen die Rückmeldung bekommen, die sie einfach gerne gelesen haben, um mal, ja, für einen kurzen Augenblick, um zu schmunzeln oder Freudentränen darüber zu vergießen, sich an kleinen Geschichten zu erfreuen, die so ein bisschen, ja, Glücksmomente in die Welt schenken dürfen. Kann man dich für Lesungen buchen? Sehr gerne. Ich halte durchaus ab und zu Lesungen in Buchhandlungen, in Schulen, in Senioreneinrichtungen. Jeder, der da Interesse hat, kann sich sehr, sehr gerne dazu melden. Es ist sogar so, dass ich manchmal ganz themenbezogen, also zum Beispiel das Thema Mobbing in der Schule, mit einer Geschichte versehen habe. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall über Interesse und herzlich willkommen an der Stelle. Gerade wurde dein zweites Buch fertiggestellt. Ja, es ist endlich fertig geworden. Mein zweites Buchprojekt, was ich konkret für Kinder, also Geschichten für Kinder zusammengestellt habe. Ein paar von den alten Geschichten sind mit dabei und viele neue aus dem Zyklus Die Weisheiten der alten Eule, die ich habe so ein paar Leseproben vorab schon im Internet veröffentlicht, ja, schon viele erfreute Leser gefunden haben und ich bin momentan noch so ein bisschen auf der Suche nach einem Kinderbuchverlag, das dieses Projekt, mein Herzensprojekt an der Stelle, vielleicht begleiten möchte. Also wenn jemand daran Interesse hat, schicke ich gerne ein entsprechendes Exposé zu. Und ja, das ist etwas, was ich auf jeden Fall gerne noch als Buchprojekt umsetzen möchte. Dann allen Interessierten viel Spaß beim Lesen und weiterhin viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank für das Interesse und nochmal ganz herzlichen Dank auch
an die Organisatorinnen von Fakriro, die Autorinnen und Autoren, aber auch Verlagen die Möglichkeit geben, sich jetzt ersatzweise online vorzustellen und das innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank dafür und auch euch weiterhin dafür ganz viel Erfolg.